Ich bin Marina Rietz. Ich komme eigentlich ursprünglich, ich sage das immer, von diesem Planet, weil ich bin geboren auf dem Krim und ich habe meine ersten 3 Jahre dort gelebt. Nachdem habe ich in Chișinău gelebt, in der Hauptstadt von Moldawien. Nachdem schon wieder habe ich meine Schule beendet auf dem Krim. Nachdem habe ich studiert in St. Petersburg, habe ich angefangen. Das war in staatlicher Universität Technologie und Design. Und ich habe dort 3 Jahre studiert, nachdem habe ich ein Jahr gearbeitet und bin ich in der Schweiz gekommen und ein Jahr habe ich Deutsch gelernt. Und nachdem habe ich angefangen mein Studium Architektur. Eigentlich beruflich, ich bin Architektin. Also ja, ich habe zuerst Bachelor gemacht, nach der Pause, ein Jahr habe ich gearbeitet und ja, jetzt bin ich da. Ich bin eigentlich Architektin, aber die Kunstausbildung habe ich auch gemacht. Ich habe in der Kunstschule studiert noch und in St. Petersburg haben wir auch noch gemalt, Skulpturen gemacht und ja, verschiedene Sachen vom Art noch. Eigentlich von meiner Kindheit habe ich immer beobachtet so kleinere Details. Und seit meiner Kindheit habe ich angefangen zu malen. Nachdem in der Schule, ich habe im Gymnasium studiert und dort war eine Stunde oder war Kurs Art. Und meine Mutter hat das empfohlen, dass ich muss unbedingt dorthin gehen, weil die Leute haben gesehen meine Bilder. Ja, und so haben mir eigentlich in der Kunstschule habe ich meine Arbeiten gebracht und sie haben das gesagt, ja, dass ich konnte dort studieren. Ja, und so habe ich das angefangen. Ich war, ich denke, in 2. Klasse. Circa 8 oder 9 Jahre alt. Aber eigentlich wollte ich Musik studieren oder tanzen. So war das. Aber ja, bin ich gekommen zur Malerei. Also für mich ist das sowieso, jedes Krieg ist das für mich ein Schmerz. Und natürlich, das trifft mich extrem. Also meine Großeltern haben dort gelebt. Letztes Jahr ist mein Opa gestorben. Leider, meine Oma bis jetzt ist noch dort. Ist das ein riesiges Thema, das muss ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden erzählen, wie und was. Ich finde insgesamt das schade, dass wegen der Politik, die wir, wie Menschen, wir treffen das. Und ist das egal, ob das Krim ist oder jetzt gerade noch in Israel ist die gleiche Geschichte. Ich finde, dass 2 Länder, welche sind, haben die eine Grenze, ziemlich oft die Familien sind gemischt. Ich habe das in Moldawien gesehen, dort war auch ein Krieg. Und deswegen, ich kann nicht sagen gegen Politik, aber ich bin menschlich und für mich ist es egal, welche Nationalität hat ein Mensch, welche Farbe, welche Religion und so weiter. Für mich ist es wichtig, dass das ein Mensch ist. So ist das. Meine Stilistik von Malerei, also ich habe eigentlich klassische Kunstschule beendet. Und deswegen, wir haben in verschiedenen Stilistiken gearbeitet, mit verschiedenen Farben. Ich meine Acryl oder Aquarell oder eine andere Technik. Für mich ist das eigentlich egal, wie und was. Also das ist vielleicht, ich kann das vergleichen, je nach Stimmung. Manchmal, vielleicht kann ich das vergleichen mit Kleider, dass einmal du wolltest etwas Klassisches anziehen, anderes Mal du wolltest etwas Bunteres. Und ich kann nicht sagen, dass ich habe nur ein Stil.
Ab und zu, es gibt Themen, welche für mich sind interessant, und dann beginne ich dann vertiefen in das Thema. Und Kosmos, seit meiner Kindheit interessiert mich, und deswegen habe ich endlich bin ich gekommen zu dieser Idee, das Vertiefen in diese Thematik, und dann Step by Step ist neue Ideen gekommen, und ja, du siehst das, wie ist das? Manchmal Ideen kommen, also ich sehe dann ein Bild von wie von meinen Augen. Manchmal ich beginne etwas zu machen, und dann das entwickelt sich von sich selber. Ich sage jedes Mal, dass ich persönlich male nicht, das malen meine Angels, Angels. Dass ich habe, wenn du kommst zu dieser, das ist wie eine Meditation, dass wenn du beginnst zu arbeiten, irgendwann du ausschaltest dein Gehirn, und das ist andere, das ist wie Magic, das plötzlich dann kommt das. Ab und zu habe ich Ideen, welche etwas berührt mich, wie zum Beispiel diese Baby. Das hat mir extrem berührt, dieser Blick von dieses Kind. Und ich wollte dieses Gefühl das zu erklären, zu bringen, aber ich habe verschiedene Varianten ausprobiert und hat mir nie gefallen. Und dann endlich bin ich gekommen zu dieser Idee, dass das die Universum der umarmt dich. Und ja, ist das. Aber manchmal, ich kann nicht stoppen. Wenn ich sehe etwas und ich beginne dann zu malen, und meine Hand macht das wie selber. Ist das so? Ja, natürlich, ich meistens, also 99,99% ich höre die Musik. Deswegen, ich bitte immer, die Leute zeigen mir die neue Musiker, weil, also, das ist, okay, ich erzähle das so. Das ist, wenn, ich kann nicht, oder ziemlich selten, ich höre die Musik, welche habe ich in einer Periode gehört, weil sonst, ich komme das in Vergangenheit. Und ich bin in andere Jahreszeit, andere Alter. Und wenn ich mache etwas Neueres, dann natürlich wollte ich Neueres Musik hören. Und deswegen, ich brauche immer neuere und neuere Musik. Ich habe die gleiche fast, also mit Parfüm auch die gleiche. Es ist für mich extrem kompliziert, etwas Neues zu finden, weil ich kann nicht den gleichen Geschmack nehmen. Ich komme dann zurück in meine Vergangenheit. Wenn Sie würden dann sehen, die Namen von diesen Bildern dann, oder Teile von Texten, Sie würden dann verstehen, warum dieses Universum funktioniert, ist das, für mich ist das wie das kreuzt sich Universum mit uns wie Menschen, das in jede unsere Zelle, wenn wir verkleinern das und zoomen das, wir haben dort diese Energie, dieses Universum, und das ist gleich, wenn wir zoomen das nach außen, unsere Planet ist mega klein im Vergleich mit ganze diesem Universum. Und ist das Mikro- oder Makrokosmos, wir sind umherum von uns, ist das Universum. Und ganze diese Thema, ich habe in Physik- und Mathematik-Gymnasium gelernt, und ich habe immer die Fragen gehabt, wie funktioniert das? Wir haben gelernt, wie funktioniert eine Molekül. Aber trotzdem, das war für mich nicht genug, was haben die Bücher mir erzählt. Und dann später mit der Zeit ist das, ich habe mehrere gelesen über das,
Und es gibt extrem viele Theorien, aber insgesamt, wenn wir reden über eine Molekül, das ist mega kleinere Teil, welche fliegen dann umherum von sich selber. Und das ist eigentlich Energie. Energie ist es egal, ob das in kleiner Teil ist oder in großer Teil ist. So, Menschen. Wow! Das ist wow! Gestern war ich in einer Vernissage und dann einfach in Instagram habe ich gezeigt meine Bilder und ja, ich habe neu mit einer Frau gesprochen. Sie hat mir gesagt: Wow, ich habe sehr viel gesehen in meinem Leben, aber das ist etwas Neueres, dass dieser Mix zwischen Collage, dann ich bearbeite dann diese Fotos, dann ich kann vom Aquarell bis Bleistift nehme ich und du bist dann frei, du bist nicht begrenzt irgendwie in eine Stilistik. Vielleicht das kommt und sieht jetzt in einem Stil aus, aber eher innen bin ich frei, dass ich kann das mischen. Ja, ab und zu ich rede ja mit Bildern. Ja, ich frage, warum willst du nicht so kommen wie und zeigen mir diese Gefühle, welche ich will das zeigen. Aber manchmal die Bilder, sie diktieren mich. Wie müssen sie sein? Und dann stehe ich wie ein Pionier und sage, okay, ist gut, ich mache das so. Das ist die schlimmste Frage für einen Künstler. Wo machst du diesen Stopp? Das ist seit meiner Kunstschule ist das immer die Frage. Und egal, wie gut ist der Künstler, das ist trotzdem immer eine Frage. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal, ich kann finden, dass meine Arbeit ist schon fertig. Aber nachdem, ich weiß nicht, einen Monat oder später, ich komme und ich beginne dann schon wieder das ein bisschen bearbeiten. Ja, das ist, ich denke, eine Arbeit vielleicht ist nie fertig. Also kann man immer etwas verbessern dort. Ja, ich denke, ich nehme eher Namen Merima Arts. Das habe ich noch nie gemacht. Das würde ich noch machen, aber wie du das siehst, ich bin fast fertig mit dem Vorbereiten. Ich muss nur jetzt jede Arbeit unterschreiben. Ja, ist das so.